Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema rund um den Kinderfuß mal informieren wollen. Wie ihr diesmal seht, ihr seht diesmal keine Schuhe. Es geht diesmal also um ein ganz besonderes Thema, was in der letzten Zeit bei uns im Kinderschuhgeschäft sehr häufig auch mal angesprochen wurde. Und ich könnte mir vorstellen, dass das den einen oder anderen auch interessiert, nämlich wie überflüssig oder wie wichtig, wie viel besser sind teure Kinderschuhe gegenüber anderen. Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Ich erzähle euch meine Gedankengänge. Wir sehen uns dann also gleich. Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle da draußen. Euch hat doch bestimmt auch schon mal die eine oder andere Frage bewegt, wie zum Beispiel, wie der große Preisunterschied bei Kinderschuhen zustande kommt. Und da gibt es natürlich auch da immer die Differenzierung, was ist jetzt teuer, was ist jetzt günstig und was sind überteuerte Kinderschuhe. Jetzt gehe ich natürlich als Fachhändlerin für hochwertige Kinderschuhe davon aus, dass die Marken, die wir anbieten, diese Preislagen, die wir anbieten, durchaus normal sind. Das heißt also, wenn ich eine gewisse Qualität möchte, auch von einem gewissen Schuh verlange, von einem Gegenstand verlange, muss ich als Kunde bereit sein, einen gewissen Preis zu zahlen. Nun muss sich jeder natürlich anhand seines Einkommens, anhand seiner Lebenseinstellung sein Preisniveau sowieso erstmal finden und suchen. Und es ist natürlich auch so, man muss schon auch als Konsument unterscheiden, will ich jetzt eine gewisse Qualität oder möchte ich besonders günstig kaufen? Geht es mir zum Beispiel auch nur um das Design? Also ich sag mal, für mich jetzt als Fachhändlerin für hochwertige Kinderschuhe sind zum Beispiel teure oder überflüssige Schuhe diese Designermarken. Da gibt es tausend andere, Otto, Klein und wie sie alle heißen, die auch Kinderschuhe produzieren. Und glauben Sie mir, bloß weil da ein Modelabel drauf ist, sind es nicht unbedingt die noch besseren. Weil die Schuhe, die wir hier im Fachgeschäft verkaufen oder die alle Fachhändler sowieso für Kinderschuhe mit anbieten, ich rede von Fachhändlern, nicht von Discountern, haben immer ein gewisses Preis- und Qualitätsniveau. Das heißt, wir wollen den Füßen wirklich nur was Gutes tun. Das fängt schon bei der Auswahl der Materialien an. Das geht also mit der Beschaffenheit der Leisten, geht das sozusagen weiter. Und damit ist natürlich für mich schon mal diese Prämisse gelegt, alles das, was der Fachhandel anbietet, ist eigentlich eine normale Preislage. Will ich irgendwo sparen, möchte ich es etwas günstiger haben, dann gehe ich zum Discounter, dann gehe ich zum Kaffeeanbieter oder dann gehe ich auch mal in den Wühltisch bei einem Lebensmitteldiscount. Dann sage ich, muss ich aber auch immer wieder mit dazu sagen, auch die Schuhe, so leid es mir tut, bei Zara und bei H&M, glauben Sie nicht, dass die eine besonders gute Qualität haben. Die haben bloß die eine Funktion, die müssen gerade zu den Klamottchen passen, zu den Textilien, die gerade saisonal angeboten werden und sind vielleicht mal bei dem einen oder anderen das i-Tüpfelchen mit drauf, von der Optik her, nur von der Optik her. Passform, Qualität, Verarbeitung, muss ich sagen, nehmen hier eine untere Schiene ein. Da ist es auch nicht so wichtig für die, die das produzieren und für die, die sowas kaufen wollen und möchten. Aber wer immer noch Qualität im Vordergrund stellt und das Wohlbefinden, die Passform bei Kinderfüßen, die ja sowieso extrem wichtig ist, solange wie der Kinderfuß wächst. Also nicht auch nur der erste Schuh ist wichtig. Nein, solange vom ersten bis zum, ich sage jetzt mal grob gerechnet, 10., 11., 12. Lebensjahr, solange wie sich der Fuß entwickelt, weiter wächst, ist eine ordentliche Passform wichtig, wenn ich also dann in einem späteren Alter mit gesunden Füßen durchs Leben gehen will. Und glauben Sie mir, die Marken von Dolce & Gabbana, Versace und wie sie alle heißen, da bekommen Sie für 120 Euro einen super schicken Schuh, Sneaker vielleicht auch. Und der besteht nur aus Synthetik. Ja. Aber solche Marken führen wir nicht, solche Marken möchte ich auch nicht. Ich möchte Schuhe verkaufen, von denen ich überzeugt bin, von der Passform her. Ob sich der Kunde dann für das eine oder andere Mal so ein modischen Ausrutscher erlaubt,
das sei doch jedem dann selbst überlassen und dahingestellt. Also die freie Auswahl hat ja jeder Kunde selbst. Aber wie gesagt, ich sage immer, und das ist auch meine Einstellung, teuer und überteuerte Schuhe, sage ich mal, die haben eigentlich an Kinderfüßen nichts zu suchen. Die sollten schon der Preislage entsprechen, dem Niveau entsprechen und vor allen Dingen auch der Qualität. Und wie ich schon sagte, nur alleine ein Label, ein Krokodil an der Seite oder so fort, sieht vielleicht schick aus, heißt aber nicht, dass ich unbedingt damit auch den absolut besseren Schuh erworben habe. Überlegt es euch beim nächsten Mal. Wie gesagt, das sollte jetzt bloß mal so als Anregung von meiner Seite aus mitgelten, weil wir auch hier das eine oder andere Mal auf dieses Thema zurückgekommen sind. Ich würde mich freuen, wenn es den einen oder anderen zu einer Überlegung angeregt hat. Und ansonsten freue ich mich wieder auf eure Teilnahme beim nächsten Video. Unsere kleinen Abonnenten oder unser kleiner Abonnentenkreis bekommt ja dann immer schon mal einen Hinweis. Da klingelt dann die Glocke. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Bleibt schön neugierig. Ich würde mich freuen. Bis dann.